Und weiter geht's. So, Entschuldigung für die kleine kurze Unterbrechung. Hier waren wir schon. Ich mach mal eben das Flashlight aus, solange ich nur hier rumlaufe. Boah, hier siehst du aber auch. Was? Das kann er wieder nicht. Can't see. There's an electricity symbol and some writing on it. Ich höre Schritte. Looks like it's directions to the emergency generator. I need a map of this area to mark it down. Boah, Junge. Da zeigt der Pfeil auf jeden Fall nach da. Also mal hier. Ich habe keine, ne? Nee. Okay, der Pfeil zeigt ja nach da hinten. Dann gehen wir auch mal wieder da. Dann gehen wir mal eben dahin. Hier ist wieder. It's too dark to see. Distress Flare. Oh. I wonder what happened if I use it on a monster. Ja, das finden wir wahrscheinlich gleich raus. Ein Spiegel, ein Spiegel, ein Spiegel. Das ist sehr gut. Das machen wir mal eben. Mal eben schnell speichern. Da, 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 da. Sleep now. Okay. So, jetzt bin ich schon mal beruhigt, dass wir das gespeichert haben, dass wir so weit da unten gekommen sind in dem Keller. Den finde ich sehr bedrohlich. Das liegt aber eigentlich eher an der Musik. Ich glaube, so viel Schlimmes passiert da eigentlich nicht. Sprach's und wurde vom Monster gebissen wahrscheinlich. Ja, mal gucken. So, wir sind wieder hier. Da ist irgendwas. I can't make it out. Squid Stick! My stomach is growling. Guck mal, Junge, wir haben da gerade was Leckeres aufgehoben. I'm not sure about this one. Bäh. Egal. Disgusting. Did fill me up though. Ja, reicht doch. Also jetzt auch noch Ansprüche stellen. Ich würde hier auch alles essen, glaube ich, bevor ich hier verhungere. Hoppla. Den killen wir mal eben. Ich hoffe, es ist auch nur einer. Sauber erlegt. So. Da fuck. Hier ist schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah! Geil. I got a map of Wincourt B1F. So. There's a room already marked here too. No idea why, though. Okay, wir sind da. Das heißt, wir müssen eigentlich nur gerade auslaufen, dann kommen wir auch schon zu diesem Raum. Ich habe mir den Keller jetzt irgendwie anders vorgestellt. Na gut, okay. Das heißt, hier ist ein Zimmer. Uah, so, ich werde besser. So, shattered. Pick up large fuse. Zack, got a large fuse. Okay. Raus hier. Wir haben nicht viel Zeit, aber das Flashlight. I nearly fell down here. Oh nein, da ist ein Loch oder was? Scheiße, Dreck. Need some rest. Junge, bitte. Also ich habe irgendwo in einem Review gelesen über dieses Spiel, ne? Und da stand tatsächlich drin, man würde ja mitfühlen mit dem Charakter und man würde voll verstehen, wie oft man dann auch was zu essen haben muss und dass man sich ausruhen muss und so. Ganz ehrlich, ich mag das Spiel, es ist echt gut gemacht, aber das ist so das Einzige, wo ich jetzt echt sage, das ist ein bisschen sehr übertrieben. Also du hast hier keine 5 Minuten, ohne dass er wieder anfängt, hier Hunger. Also, mal ganz ehrlich. Ich laufe jetzt einfach mal gerade. I'm tired. Ja, ich weiß es doch. So, wir müssen aber mal eben gucken, wo wir hier sind. Da komme ich doch gerade her, oder nicht? Me? There's a chase man. Da komme ich doch gerade. Ja, komme ich. Okay, andere Richtung. Es ist manchmal ein bisschen schwer, der Karte zu folgen, weil man ja nur zweidimensional hier vor sich hat. Aha. Was haben wir hier? Da waren wir schon drin, da ist der Spiegel.
Und dann gehe ich mal eben da rein, damit er seine wohlverdiente Pause bekommt. Ja, mein Gott. Es tut mir jetzt leid, dass ihr das... Ich glaube, ich fresse mal irgendeine Pille oder so. Vielleicht, gucken wir mal. Was brachte denn die rote? Ich weiß das gar nicht mehr. Grüne haben wir 3, blaue haben wir 3. Ich könnte mal so eine... Oder hebe ich mir die für einen Notfall auf, wenn irgendwas leer ist? Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal die blaue. Ja, so, dann hauen wir uns hin. Ja, 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 ja. Jetzt müssten wir ja eigentlich den Typen wieder treffen. Ja, genau, ihn. You know you haven't even asked me my name yet. What does it matter? I'm dreaming. And you're not from reality anyway. From my. I don't need to know your name. That's the spirit. Although, you know my name just fine. I'm tired of listening to you. So, ich habe irgendwas gekriegt. Finde ich schon mal supi. Hatten wir nicht gerade eben schon Tag 12? Naja, gut. So, die hätten den Spiegel ja auch ruhig mal hier ins Zimmer packen können. Naja, was soll's. So, look deeply into it. Blah. Okay. Was haben wir denn gekriegt? Können wir das irgendwie irgendwo ran festmachen? Ammo haben wir auf jeden Fall. Batterien haben wir 2. Okay. Reispudding hatten wir den vorher auch schon. Weiß ich nicht. Egal. So. Kurzer Blick auf die Karte. Wir sind da. Das heißt, ich gehe jetzt raus. Dann gehe ich rechts vom Charakter aus gesehen. Und da sind noch weitere Türen, die ich noch nicht erkundet habe. Ich werde den ganzen Scheißweg außen rumlaufen müssen. Weil die Tür mit dem Fragezeichen sonst hinter diesem Abgrund liegt. Boah, meine Fresse. Okay, dann machen wir das mal. Geben wir mal... Nein. I need something to eat. Ich sag gar nichts. Du kriegst jetzt hier... Bitteschön. So. Okay. Das müsste jetzt hier die richtige Richtung sein. Ja. Dann gehe ich... Frage ist, ob ich immer außen rumlaufen muss oder nicht. Ich fürchte es ja fast. Was haben wir hier? Can't make it out. There's an electricity symbol on this. Looks like direct to the emergency generator. Ach, jetzt hat das auch markiert. Okay, der ist da unten. Das heißt, ich muss dann auch da. Looks like it, at the south of this passage, then off to the right. Okay. Gut, 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 gut. Okay. Map zu. Ja, okay. Map zu. Und, ja. Lassen wir erstmal so. Hier müsste es wieder... Nee, sind wir jetzt hier? Ach so, jetzt sind wir in dem Gang. Ich lasse das jetzt gerade erstmal. Ich will mich jetzt erstmal auf dieses Elektrik-Dingsbums konzentrieren. Ihr seht wieder nichts wahrscheinlich, aber ich auch nicht. It's blocked on the other side. So, da ist ein Gegner. Ah, lad nach. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, ob der... ist tot, glaube ich. Alter. Ja, dann mach neue Batterien rein. So, der Vollständigkeit... Achso, die geht gar nicht. Na gut. Wollte ich gerade der Vollständigkeit halber... The lock is broken. There's no way it'll open. So, was haben wir hier? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Ich möchte eben die eine Tür noch gucken, die da unten ist. Wer weiß, die hier. Okay, locked from the other side. Das ist immer ein sehr beruhigendes Gefühl. So, aber das heißt, da gibt es dann später... Look at old door. This door is long since rusted shut. Okay. Na los! So. The lock is rusted beyond repair. Oh Mann, hier ist alles... Hier ist alles kaputt. There's a hole ahead. Okay. Ja, hier sind wir direkt an dem Raum. Das müsste dann hier sein. It's locked. I need a key to open it. Ah! Not really. Nearly fell down there. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Gut, dann machen wir mal eben das Flashlight aus. Toll.
Da muss ich wahrscheinlich doch einmal ganz rumlaufen. Nee. Hä? Die ist verschlossen. Die ist verschlossen und die ist verschlossen. Dann, ja gut, dann kann ich nur noch hier. Was haben wir hier? It's locked from the other side. Ach so, das war das, ja. Hm. Gut, dann kann ich ja nur hier lang. Mal kurz gucken. Ich habe immer das Gefühl, ich komme hier durcheinander. Das war es nicht. Das war, was war hier? Ach so, das ist das immer noch, ja. Hier. Ne? Ja, geradeaus. Es tut mir leid, dass ihr so wenig seht, aber wie gesagt, ich sehe selber fast nichts. Ich muss aber mit der Energieleistung meiner Taschenlampe einfach haushalten. Die Musik ist auch überhaupt nicht bedrohlich zum Glück. Kein bisschen. Ich sehe nichts. Oh, da sind zwei. Nein! Oh! Toll. So ein Scheiß. Ja. Ich finde halt total doof, dass man nicht ausweichen kann. Also was heißt ausweichen? Ich erwarte jetzt hier keine... Ich erwarte hier keine Hammer-Combo-Skills oder sonst irgendwas. Schnelleres Rückwärtslaufen würde mir schon reichen. Dass man sich einfach rückwärts bewegen kann. Und dann passt das schon. Ich hoffe, ich habe die Map jetzt noch. Ja. Okay, dann machen wir das so. Wir gehen direkt hier raus, weil wir wissen ja jetzt, dass da unten nichts ist und auch nur Schlüssel gebraucht werden. Dann gehen wir halt direkt hier raus und jetzt hier um die Ecke. Und machen da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Mal gucken. Rechts rum. Denke ich mal. Und dann hier rein. Müsste richtig sein. Boah, es tut mir aber leid, dass ich echt ständig auf die Karte gucke, aber nee, das war schon mal falsch. Oh. Hallo? Ja. So. Dann hier. Richtig? Nein. Das ist der Raum. Hä? Junge. Tür. Gehst du raus und so. Hä? Moment. Aber wo ist denn jetzt... Ich bewege mich in die falsche Richtung. So, noch weiter. So. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Achso, das ist das. Okay, da brauchen wir nicht. Machen wir so. Eben schauen. Hier ist ja unterwegs gar nichts. Das heißt, ich laufe jetzt bis Ende durch. Die sind auch tot hier. Das ist sehr schön. So. Das ist jetzt die... Nee, dürfte nicht geradeaus sein. Müsste eigentlich jetzt hier richtig sein. The door's locked. Nee. Hier ist wieder so ein Loch. Das ist auch die falsche Richtung. Okay, dann gehen wir... Boah, ich finde das echt mit der Karte... Also hier im Keller macht es mir zu schaffen. Im Gebäude selber geht das eigentlich ziemlich gut. Ah ja, da sind die beiden von eben. Okay. Man kann rückwärts gehen, aber das ist nicht so... Wow, das ist ganz doof, wenn die... hinter einem vorbei oder über einem weg oder sonst irgendwas. Wo ist er denn jetzt hin? Was ist denn das für ein Geräusch? Hallo? Da ist er. So, ist jetzt Ruhe. Ja, komm, mach Knarre weg, Flashlight aus, Karte gucken. So. Mein Gott. Gucken, was hier ist. Aha, da liegt was. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Loch. Okay. Das nehmen wir mal eben mit. It's too dark to see, ja, aber du kannst doch wohl ausmachen, dass da was liegt. So, Cracker. Ja, dann mach neue Batterien rein. So, die brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Dann und weg hier. Puh, das war jetzt eine schwere Geburt. Und dann hier rein. Hoffentlich ist da jetzt kein Ge- Ah. Bin ich? Da bin ich.
Beine. So. So, hier haben wir Pickup Handgun Ammo. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Look at more. It almost looks like a mouth. Put your hand inside it? Of course. Okay, here goes. That felt sharp and squishy. Ugh. But I got the generator key. Yay. So, wir haben den Schlüssel. Dann müssen wir jetzt nur noch den Weg zurücklaufen. Kann ich hier? Warte mal. Ist hier irgendwas, wo ich... Nee, doch hier, ne? Das geht hier auch noch. Ach, du meine Güte. Ich guck da jetzt mal zuerst. Einfach nur, damit ich nicht wieder irgendwas... Vielleicht kann ich auch von der anderen Seite da dran. Jetzt ist auch egal. Sind wir einmal hier. Hier scheint es auch relativ ruhig zu sein. Wie angenehm. Gucken wir mal. Nein. Ein Spiegel. Ach, sehr gut. Gut, dass ich hier lang gegangen bin. I got the bottle of milk. Hope it's long life. So, da ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal eben hier. Ja, ja, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir das schon mal speichern, dass wir den scheiß Schlüssel haben. Kann uns ja nicht mehr so viel passieren. Ja, ja, so. Gucken wir mal gerade, ob der hier vielleicht irgendwas für uns hat. Ich lese das jetzt nicht immer vor. I got something special in store for you today. Inquire within. Apartment 204. And that's the end of the message. I guess I should go and check it out. So, 204, das ist ja, ja, hier auf dem Flur. Ich glaube, da gehen wir mal eben schnell hin. Da war der, aber was war denn dann, da draußen war dieser Typ, wo ich gesagt habe, der sieht aus, als ob der so eine Maske trägt oder sowas, ne? Nee, ich weiß es nicht mehr. War das hier? Ja. No other solution. I wonder who wrote it and why, more to the point. Hatten wir das schon mal gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Da liegt... Ah, warte mal, da lag was. I think it may be out of gas. Ach so, da hätte ich jetzt auch... It's too dark. Just a battered old couch. Dafür mache ich mein Flashlight an. So. Das Bild sieht im Dunkeln übelst gruselig aus. So, wo war das denn hier? Bin ich nicht in 204? Ach so, ich muss hier durchgehen. Alles klar, ich bin in 205. Meine Orientierung ist heute so großartig. So, 204. It's time to eat. Für dich ist immer Zeit zu essen. Was? It's a girl. Wait, she has wings. An angel, perhaps? Hatten wir das nicht auch schon? Ich bin mir nicht sicher. I need some food. Wo ist denn der Typ? Hä? Müsste richtig sein. Hier, ne? Hallo? Ach ja. Schönen guten Tag, Boxmann. Talk to the director. So here's what I have for you. Hope you will enjoy it. Wow, a kettle. I know I'm gonna find a use for that. Thanks. I think things might be on the way up at last. Klar. If I can find some coffee... I used to like coffee. Before all things happened. Wait. Before what happened? All the same, don't overdo it. Look after yourself, kid. Now that I think of it, how about something to light your way? I got me a bunch of flares here. Can trade them for ammo. 3 flares for 10 bullets. Oh. Sounds good to you? Give me the ammo if you decide. First, 3 flares are on the house. Okay, danke. I'm sure I can find a use for these. Thanks, Mr. Director. The Director. Okay, sorry. Entschuldigung. Thanks, the Director. Macht keinen Sinn. Better. Hey, I'm messing with you. Don't be so uptight, kid.
Catch you later then. He's looking at you, kid. Okay, ich habe Flares. Die sind auch auf irgendeiner Kurztaste. Ich weiß leider noch nicht mehr auf welcher. Auf jeden Fall kann man die mit 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das ist dann mit den Flares natürlich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ja, time to eat. Weißt du was, Kollege? Wir gucken jetzt mal. Wat, der hat uns doch irgendwie... Was war das? Wasserkocher? Oder so? Saucepan, Sistery, Bucket, Kettle. Kann man das einfach so benutzen? Bringt ja wahrscheinlich nichts. When I need, when I need boiled water. Okay, kann man den Kaffee direkt auswählen oder so? Wo haben wir den denn? Instant Coffee. I need to find somewhere to brew it. A kettle and water. Wasser. Wasser ist natürlich ein Problem. Ich habe noch nicht irgendwo Wasser gesehen. So, wir gehen wieder zurück. Eben schnell. Hier. Auf Anhieb die richtige Tür. Mann, Mann, Mann. So. Das speichern wir auch nochmal ganz schnell. Und dann geht's zurück durch den Spiegel. Ich frage mich, was diese Flares bringen. Ich habe da irgendwie immer so Shattered Memories im Kopf. Denke, die lenken die Gegner wahrscheinlich ab oder so. I'm not sure, I like what I see. So, schon wieder voll vergessen, wo wir waren. Hier geht's raus und dann muss ich rechts rum. Beziehungsweise so, ne? Der schmeißt mich so raus, dass ich da so drauf gucke, ja? Okay, alles klar. So, und wieder dunkel, dunkel, dunkel. Man sieht wieder nichts. What? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Hier ist auch was. Da liegt was. Bloop. Got the handgun einmal. Ist das alles hier? Wow. Okay. Not gonna open. Was bist du denn? Du Scheiße. Okay. Okay. Was auch immer das... Lebst du noch oder was? Ihh! Hey, hey, hey. Nein, nein. Ah. Alter, die muss man finishen. Ach du Scheiße. Okay, erst wenn's Blut rauskommt, sind sie tot. Alles klar, das merken wir uns. Puh. Was? The fuck? I'm gonna die in here. Hallo? I'm doomed, I'm doomed. Okay, das ist ein Typ, der ein Spiel designt nach einem Silent Hill Vorbild. Das heißt, die Tür wird aufgehen. Die Tür wird aufgehen. Ja, somebody help me. Komm, nochmal versuchen. I'm trapped in here. Nein, bist du nicht. Die Tür wird aufgehen. I'm doomed, komm schon. I'm gonna die in here. Someone help me. I'm doomed. Komm schon, die Tür wird aufgehen. Okay, ich drücke es jetzt einfach schneller weg. I'm scared. Na? I'm trapped. Geht das etwa doch nicht? Habe ich die Flashlight jetzt an oder aus? Ich kann... Jetzt ist aus. Okay, brauchen wir hier drin nicht. Aha! Nach gefühlten 5000 Versuchen? Ih, da ist noch so einer. Die machen so nix, aber... So, die müssen wir direkt finishen, wenn die am Boden liegen. Da liegt Batterie. Sehr gut. Ihr zielt bei that stuff.
Was? Was? Was war das denn bitte? Da lag doch aber irgendwas. Ach, scheiße. Ich gehe jetzt erstmal weiter und hoffe, dass... Infection covering it. War da jetzt... Hat der da irgendwas eingezeichnet? War da irgendwas Wichtiges oder so? Nee. Aber hier sind so ganz viele kleine... Kellerräumchen auf jeden Fall. Faven ist online. Juhu. So, Was haben wir hier? Da liegt auch was. Also in dem anderen Raum lag irgendwas, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das war. Konnte ich auch so schnell nicht sehen. Ich habe auf jeden Fall Schaden genommen, sobald ich da drin war. Ein Umstand, der mir nicht zusagt. Und deswegen gehen wir einfach weiter und ich hoffe, dass das nichts Wichtiges war, was wir irgendwie brauchen oder so. So, jetzt gehen wir hier geradeaus und ich bete, dass der Weg machbar ist. Feel close to collapsing. Ach komm, da muss er jetzt mal durch. Was ist das? Da liegt was. Tin of Rice Pudding. So. Da kann man Gott sei Dank durch. Karte. So. Es gibt noch die Möglichkeit, unten lang zu gehen. Ich habe ja den Schlüssel für den... Ah, okay, nee, gibt's nicht. Aha, okay. Damit war das... Hat sich das erledigt, ne? Nein, das ist der Weg nach oben, der nicht geht. Oh, das ist doch nicht wahr. Okay, dann gucken wir unten. Was soll's? Mir macht dieses... Ich glaube, das soll aber das Vieh oben sein, dass man das halt hört. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe wieder nichts hier. Es sind aber anscheinend wieder die einen... Zwei Stück von denen. Die bewegen sich auf jeden Fall sehr langsam. Ich glaube, der ist tot, oder? Nein, ist er nicht. Aber die brauchen sehr unterschiedlich. Ich muss zurück. Ah! Scheiße. Oh Mann. Oh. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich mache beim nächsten Mal weiter. Zwei Game Over an einem Tag sind deprimierend und reichen mir. Also ich muss sagen, es sieht wahrscheinlich, wenn man zuguckt, so unheimlich easy peasy aus, ne? Aber dadurch, dass man sich kaum bewegen kann und das, was man sich bewegen kann, ist wirklich sehr langsam, macht das Ganze ziemlich schwierig. Also einen Schritt schneller rückwärts gehen würde einem viele Tode hier ersparen, weil man einfach auch, selbst wenn man auf Waffe weg... drücken, also eine Waffe wegpacken drückt und dann zurückläuft, der braucht erstmal lange, bis er die Waffe einfach nur einsteckt. Das dauert halt alles seine Zeit. Es geht nicht schneller. Es ist ja nicht so, dass ich die Knöpfe nicht finde. Ich habe die Finger ja die ganze Zeit da drauf. Egal, ich wollte mich jetzt nicht rechtfertigen. Es geht beim nächsten Mal weiter hier im Kellergewölbe und hoffentlich schaffen wir es dann endlich, den Aufzug wieder zum Laufen zu bringen und dieses Mistvieh da oben in der Lobby zu vertreiben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Eure Säcki. Tschüss.